Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React heute mit allen außer Christian. Und wir schauen uns an Chemieunfall bei Pete's Meat packt ihn aus. Ich kann mich schon wieder überhaupt nicht mehr daran erinnern, aber war bestimmt mega. Klar, Peter, du warst dabei. Ja, ich war dabei, das stimmt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pete's Meat packt aus. Heute haben wir ein großes... Wieso rede ich? Wir wissen nicht, was drin ist. Wir werden es auspacken, wir werden es benutzen. Wir haben alle das Gleiche bekommen. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Was ist das hier? Das würde ich nicht essen, davon habe ich gewürgt. Ja, ich nimm das mal in den Mund. Versuch das mal abzubeißen und dann kau mal ein bisschen. Ich weiß nicht mal, was das war. Ich wollte gerade fragen, what the fuck war das bitte? Aber okay. Das war doch dieser Chemiebaukasten, wo man Sachen zusammenmischen konnte. Nein, was Frau Dr. Eier wohl nicht in den Mund nehmen sollte, Alter. Innes. Könnte das gewesen sein. Der Chemiebaukasten? Den ich gerade auspacke? Ja. Alter, ich weiß. What the fuck? Komm mal rein, was drin ist. Oh mein Gott. Es ist ein Chemielabor. Wie cool, das wollte ich immer schon mal als Kind haben. Das finde ich richtig geil. Da bin ich ja sehr gespannt, was wir jetzt machen. Ein fucking Chemielabor? Alter, ist das groß. Ich hasse Chemie. Alter, der Karton ist einfach 10 von 10 riesig. Wir haben das Chemielabor C1000 bekommen von Hier kannst du wie ein echter Chemiker sein. Sicherheit hören, 7 Chemikalien mit dabei, unter anderem Ammoniumeisen, Kalium, Hexa, Oxyphonorat, Lackmuspulver, Natriumcarbonat, Kupfersulfat und Calciumhydroxid. Dieser Kasten fördert Bewusstsein für Natur und Umwelt. Guck mal, Hanni. Ja, wird mit dem Kopf geschüttelt. So ist der Einstieg in die chemische Experimente. Gut, da gucken wir mal rein hier in die Putze, ne? Stimmt. Was sagst du, Sepp? Du hast auch öfter geschlafen in Chemie. Ja, war öde. War auch schwierig. Hä? Das ist ja Wahnsinn. Oh mein Gott. Ich war lange nicht mehr so excited. Let's go. Ich habe jetzt hier mal noch Platz gemacht. Jetzt geht's los. Wir haben ja eigentlich quasi alles in unserem Studio. Das Sofa hat einiges mitgemacht. Nee, das hat eigentlich gar nicht so viel mitgemacht. Das ist einfach komplett beschissene Qualität gewesen. Ah, okay. Oder da ging immer so ein Rave. Wir haben doch Chemie gehabt, da haben wir doch auch alles zusammengeschüttet. Darauf willst du da nicht raven? Da ist überall die Krümel dann irgendwo, weiß ich nicht wo. Ja, aber als es mal losging. Ja, ach so, ja. Natürlich. Aber das ja noch nicht so. Ja. Niederschläge und so weiter ergeben. Gucken wir mal, was drin ist. Das klappt so auf. Doch. Was haben wir denn hier? Erstmal ein richtig fettes Buch, wo alles mögliche... Ach du Scheiße. Dann haben wir hier eine Sicherheitsbrille. Die sieht unfassbar gut aus. Wieso sind da schon total viele Patscher und Kratzer drauf? Wurde die schon mal verwendet? Schutzbrille auf. Ja, hab ich. Es war immer die Schutzbrille gewesen. Musstest du wirklich echt eine Schutzbrille noch drüber aufziehen? Natürlich, ja. Die fällt mir aber immer runter, weil die halt nicht lang genug ist. Dazu kommt natürlich, wichtig, für Kinder halt, ne? Eine 3D-Brille in eine Schutzbrille. Richtig, eine Brille aufsetzen. Dann haben wir einen Urinbecher. Hör mal, könnte ich dich mal kurz was fragen? Ja? Musst du eventuell auf Toilette? Nein. So, ja, schade. Was kann ich regeln für dein Labor? Schade, finde ich halt auch stark. Erst lesen, dann loslegen. Alle Kleidung anziehen. Nee, alte Kleidung anziehen. Arbeitsplatz vorbereiten. Lege bereit, was du brauchst. Erfinde keine eigenen Experimente. Soll ich eigene Experimente finden vielleicht mal? Ja, ich habe noch Natron, das kannst du ja mit Zitronensäure. Und was passiert dann? Wirklich? Keine Kinderhaus... Nee, kleine Kinder und Haustiere verhalten. Nicht ins Gesicht fassen, nicht essen und trinken. Nach dem Experimentieren spülen, aufräumen, Tisch abwischen, Hände waschen. Ein Wort an die Eltern? Was haben denn meine Eltern jetzt damit zu tun? Sie haben für ihr Kind das Chemielabor C1000 ausgewählt. Nee, das war Andi. Andi ist mein Papa. Ein Wort an die Eltern. Bla bla bla. Gefährliche Stoffe und Gemische. Bla bla bla. Chemiker sind keine Schneider. Obgleich sie unentwegt mit Stoffen zu schaffen haben, natürlich weißt du, dass hier nicht nur von Kleiderstoffen die Rede ist. Das ist aber auch schlecht geschrieben, ey. Das hier ist die Versuchsstation und das können wir hier mit einem scharfen Messer abtrennen, wie ich hier gerade lerne. Aber das ist ja quasi ein scharfes Messer.
Die beiden wollten gar nicht mehr dran erinnern. Von Brausepulver. Besorge dir ein Tütchen. Hab ich nicht. Blanker Eisennagel. Okay, so kriegst du wieder einen rostigen Eisennagel. Oder lassen wir einen Nagel rosten? Wir brauchen einen blanken Eisennagel. Ich muss mal eben gucken gehen, ob ich einen Nagel habe, der aus Eisen pur ist. Die sind alle verzinkt. Das kann doch nicht sein. Jetzt krieg ich es nicht mal hin, einen normalen scheiß Eisennagel zu haben, weil die alle mal verzinkt sind. Also das gibt's ja nicht. Oh, Kupfer auflösen. Du brauchst kleine Eisennägel, besser Stahlwolle. Habe ich auch nicht. Das finde ich. Ich fand's voll scheiße, dass dabei die ganze Zeit du noch irgendwelche extra Sachen brauchtest, die du im Zweifel gar nicht hattest. Ja, die sollten halt. Das war problematisch. Die sollten da vorher draufstehen, so nach dem Motto, wenn sie dieses Set kaufen, brauchen sie noch das Set 2, wo alles drin ist, was du eigentlich brauchst. Ja, oder dann tun sie da einen kleinen Nagel rein. Das wäre ja auch okay. Das war beschissen. Können wir da mal machen. Also, Teelicht auf einen alten Teller, zünd es an, entwickle mal. Okay, ich brauche ein Teelicht und einen alten Teller. Geil. So ein Kram fand ich immer ganz toll. Das hier sind die richtigen Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke für die Kinders. Nicht hier PlayStation. Ausrüstung, wichtig. Aha. Das klappt nicht ganz. Aber hey, wir brauchen den Spatel. 2 cm hoch Wasser. Okay, Reagenzglas. Zitronensäure. Wo ist denn das Natron? Baut dieses Buch etwa aufeinander auf? Ja, da war gar kein Natron bei, oder? Das ist ja toll. Das ist ja irgendwie jetzt belastend. Okay, Chemiemodus aus. Das heißt, es baut wirklich aufeinander auf und du musst die Sachen nacheinander machen. Das ist ja jetzt irgendwie... Okay, du benötigst zum Filetieren weiße Kaffeefilter. Entweder die runden oder die größeren Filtertüten, aus denen du runde Filter zurechtschneiden kannst. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum Was ist das jetzt für eine Scheiße? Ich habe keine Filter. Und wir brauchen als Zusatzmaterial Sand. Ich habe keinen Sand. Das ist schwierig. Da ist jetzt aber keine Filtertüte mehr mit dabei, wa? Ja, hier, Versuch 110. Zusätzliches Material, Honig, Schnapsglas und Teelöffel. Haben wir doch, oder? Geil. Geh ich davon. Geil, bei Versuch 110 endlich einen Versuch gefunden, den man machen kann. War gut, ey, mega. Füll ein trockenes Probierglas, 2 Spatel Natron, 2 Spatel Zitronensäure und 3 cm Hochwasser. Leite das entweichende Kohlenstoffdioxid, wie es die Abbildung zeigt, in einen Messbecher. Wenn die Gasentwicklung schwächer wird, senkst du ein brennendes Streichholz in den Becher. Es erlischt. Gut, dann kann ich das machen. Probierglas-Schablone zur Markierung von Füllhöhe in Zentimeter und Volumina Rauminhalt in Millimeter. Wieso haben die das nicht selber drauf gemacht? Muss ich das jetzt selber markieren oder was? Wir machen jetzt einen Feuertest. Füll ein trockenes Probierglas mit 2 Spateln Natron. Natriumcarbonat ist das Natron. Reines Aktivnatron. 1. Na klar, hat man ja zu Hause. 2. So. Ja. Zitronensäure. Zum Backen, klar. Auch 2 Spachtel. Oder so, zum Saubermachen. 2 Spachtel Zitronensäure. Ja, ich benutze das auch mal als Shampoo. Hoch Wasser. Ja. Wenn du einen verkrusteten Topf hast, da Natron reinmachst, ein bisschen Wasser und dann Wasser aufkochst, ach, dann so. Sauber. Dafür ist das. Hm. Ach, für eine verkrustete Eichel? Ja, bitte deine Eichel mit Natron einschmieren und dann richtig schön reiben. So, und dann verschließe das Glas so schnell wie möglich mit dem vorbereiteten Stopfen und leite das entweichende Kohlenstoffdioxid in einen Messbecher. So ungefähr. Trocken. Und feucht kommt jetzt zusammen. Ja. 3 cm Wasser. Ich hab's abbekommen an meine Finger. So, angeblich kommt jetzt hier raus Kohlenstoffdioxid. Gar nichts raus. Und dann? Noch CO2. Ich habe Feuer gemacht. Ja. Die macht das aus. Nee. Scheiß. Ich glaube, es soll ausgehen. Guck mal. Das ist voll heiß. Soll ich das da einfach reinfallen lassen? Ja, funktioniert ja mega. Ja, war super. War krass. Boah, es brennt sogar mehr. Ja, wirklich. Wir sagen, das Experiment ist missglückt. Ja, okay, das Experiment hat nicht funktioniert. Haben wir ein Teelicht? Kannst du mir eins holen? Wir probieren das nochmal an. Das ist elektrisch. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Ich nehme wieder Natron, 1 Spachtel Zitronensäure. Hui. Ja! Ganz klein bisschen. Ach, aus! Es hat funktioniert! Hast du ausgedrückt. Das Experiment ist geglückt! Oh mein Wahnsinn. Gott, Herr Peter, warum hat das jetzt so funktioniert? Ich glaub, weil du das ausgedrückt hast. Das musst du jetzt erklären.
Weil, das entzieht dem die Luft, die das Feuer braucht, zum Anbleiben. Ja, das ist richtig, aber du musst dir die chemische Sache erklären. Warum ist denn, hat sich denn da CO2 gebildet? Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich da reingetan habe. Natron und Wasser oder was? Das weiß ich doch nicht, was du da reingemacht hast. Das musst du da jetzt erklären. Ja, ich hab das gar ist doch der Plan. Sinn von einem Chemiebaukasten, dass du jetzt verstehst, warum denn überhaupt das CO2 sich da gebildet hat bei dem Natron. Das weiß ich leider nicht. Deswegen war es so scheiße. Aber das steht da ja erklärt, Jay. Das kann deswegen man ja war ich auch scheiße in Chemie. Ja, ich bin gespannt auf deine chemischen Erklärungen gleich. Na, die werden insane sein. Löse im Probierglas 2 kleine Spatel Ammoniumeisen. Mach mal auf hier! Warum geht denn die Karre nicht auf? Da drehe ich mir einen Wolf. Oder muss ich die aufhebeln? Oh. 1, 2. In 6 cm hoch Wasser. So, das haben wir jetzt in 6 cm hoch, 6,5 cm. Ach so, das hast du da schon reingetan. Ich dachte, das wäre das klare Wasser. Das war seine Urinprobe. Ja, das kommt bei uns aus der Leitung. Hoch Wasser geballert. Gib die Hälfte der Lösung in ein zweites Probierglas. Mhm. In einem dritten Probierglas gibst du zu 4 cm hoch Wasser 2 Spatel Natriumcarbonat. So, jetzt schütteln wir einmal. Hat sich hoffentlich alles gut verteilt. Gib nun etwas weniger als die Hälfte der Natriumcarbonatlösung. Ich blick schon nicht mehr durch. Zur Ammoniumphosphatlösung. Es entsteht ein gelbbrauner Niederschlag von Eisenhydroxid. Und dann wird es braun. Oder orange oder whatever. Cool. Verrühre in dem zur Hälfte mit warmem Wasser gefüllten Schnapsglas einen halben Teelöffel Honig. Hey, was ist denn das für ein in einem Schnapsglas? Das ist ja nix. In einem Probierglas löst du einen kleinen Spatel Kupfersulfat in ca. 2 cm Wasser und fügst 2 cm hoch von dem gerade bearbeiteten Honigwasser hinzu. Okay. So, hier haben wir jetzt unsere wunderbare Lösung halt mit dem Kupfersulfat und fügst 2 cm hoch von dem gerade bereiteten Honigwasser hinzu. Wo ist die Pipette? Mal von unten nehmen, damit wir ein bisschen Honig haben. So, okay. Was kommt als nächstes? Du beobachtest einen Was? Die Lösung ist hellgrün. Ja, so ein Türkis. Ja. Hat sich überhaupt nichts getan. Nix. Das sah genauso aus wie vorher. Geil, der Chemiebaukasten. 10/10. Bergab. Es hält immer sitzt unter Druck, zum Beispiel in der Wasserleitung. Okay, fülle eine Wanne mit Wasser und lege das Winkelrohr hinein. Ich habe ein Winkelrohr? Ich habe ein Winkelrohr. Okay, gucken wir mal, ob das funktioniert. Also, wir nehmen 2 Becher. Jetzt sollte das Wasser. Okay, das war nichts. Das machen wir nochmal. Hä? Okay, so, probieren wir jetzt nochmal. Ja? Mit Unterdruck ja, oder rein, was soll? Dann festhalten. So, nach der Logik müsste das Wasser jetzt rechts rauslaufen. LOL! Okay, das war krass. Moment, aber also, was das passieren sollte, ist, wenn ich das so loslasse, wenn das Wasser, was hier ist, was sich nicht teilt, so die Hälfte geht hier rein und die andere Hälfte geht da rein, nein, sondern es ist alles hier links raus, also von mir aus ist es links rausfließen. Und zwar so. Oh, nice. Obwohl, das nicht gerade ist. Ja. Faszinierend, was man mit Physik nicht alles so machen kann. Okay, man spürt einen von uns die Verzweiflung an. Wie mache ich hier jetzt ein Video draus? Ja, das ist schwierig. Ja, ich meine, du hast da halt so eine Pipette mit Wasser drin. Was willst du dazu sagen? Ja. Falte ein rundes Filterpapier. Haben wir nicht. Können wir schon nicht machen. Versuch 2. Herstellung der Lackmuslösung. Aha. Gib 3 cm hoch Wasser in ein Probierglas. Oh, oh, come on. Okay, Wasser haben wir. 3 cm hoch Wasser in ein Probierglas. Ist das nicht der Lackmustest? Ach, weiß ich nicht, ist egal. Was? Füge 3 kleine Apfelmus. Spatel Lackmuspulver hinzu. Lackmuspulver haben wir auch, Spatel auch. Verschließe das Glas mit dem Stopfen. Welchem Stopfen? Wahrscheinlich nicht dem mit dem Loch. Lass das Glas einen Tag stehen. Zusätzliches Material Henna-Essig. Das ist doch echt ja, voll geil. Richte nun, wie im vorigen Versuch, Trichter und Filter zum Filtrieren her. Ich habe keine Filter. Oh Mann. Wie belastend das jetzt ist. Das Versuch 3. Gib im Probierglas zu 3 cm hoch Wasser. Wer kauft sich einen stabilen Laborkasten? Der ist C1000 auch noch, ja?
Und dann sind da die Hälfte der Teile nicht drin, die du brauchst. Das ist doch scheiße. Das ist so geil. Uff, Alter. Fußlösung. War da kein Platz mehr drin für einen Kaffeefilter? Kann. Gib eine Spatelspitze Zitronensäure in die blaue Lösung, die wir nicht machen können. Versetz die rote Lösung. Zaubern mit dem Zauberblau. Das ist alles aufeinander aufbauend. Oh Mann, das scheitert jetzt echt daran, dass ich keine... Wir müssen schon improvisieren. Naja, gut. Also, ich habe Teefilter. Da die aber so ultra dünn sind, da kann man ja durchgucken. Nehmen wir einfach 3 Stück. Supersiebe im Einsatz. Du benötigst zum Filtrieren weiße Kaffeefilter. Entweder die runden oder die größeren Filtertüten, aus denen du runde Filter zurechtschneiden kannst. Diese Filter nennen wir im Folgenden Filtrierpapier. Da du sie häufiger brauchst, werden sie bei den Versuchen nicht als zusätzlich erforderliches Material aufgeführt. Ach, das ist ja nett. Nächster Versuch. Löse im Probierglas 2 Spatel Ammoniumeisen. Achtung! Ah ja. Ui, es ist trüb geworden. Es entsteht ein gelbbrauner Niederschlag von Eisenhydroxid. Die restliche Natriumcarbonatlösung brauchst du im nächsten Versuch. Ja, sehr gut. Das hier ist ein gelbbrauner Niederschlag von Eisen-3-Hydroxid. Sick! Gibst du zum Beispiel Ammonium-Eisen-3-Sulfat-Lösung einen kleinen Spalt Zitronensäure. Es wird gelb dadurch, es wird gelber. Das sieht richtig aus wie Urin jetzt. Das ist quasi das Gleiche, was wir gerade gemacht haben, nur dass wir jetzt noch so ein bisschen Zitronensäure vorher da reingetan haben. Mal gucken, was jetzt passiert. Oh. Es schäumt. Es ist nicht ganz so trüb. Hier hat sich richtig, auf der linken Seite hat sich richtig was abgelöst und rechts bleibt es etwas klarer. Wenn du jetzt den Rest der Natriumcarbonat-Lösung hinzufügst, bleibt die Lösung gelb und klar. Chefin vom Tullus. Boah! Alter! Was? Was? Es ist gelber Kram, Leute. Ich hab es gesehen. Alter! Welche Brille? Alles nicht gesehen. Ja, ich hab mir voll ins Gesicht gespritzt. Stand da mal so das Schild? Nö, aber ich dachte so, wieso hat das nicht funktioniert? Puh! Ja, war gelb und klar, hat geklappt. Geil. Meine Wäsche ist. Ich hab Zitronensäure ins Gesicht gekriegt und du rufst als erstes meine Wäsche. Du hast ja nicht nur Zitronensäure, du hast ja hier Eisen 3 Zitronensäure. So, kommen wir zu Versuch 79. Gib zu zurückgestellten Ammonium-Eisensulfat-Lösung einen kleinen Spatel Zitronensäure. Achtung! Wow! Mega cool. Sieht jetzt aus wie Pipi. Kupfersulfat. Mega cool. Kupfersulfat ist hier das hier, was hier aussieht wie Crystal Meth oder so. Brauchen wir hier im neuen Reagenzglas mit wie viel? 6 cm Hochwasser. Das müssen wir mal eben holen. Und hell, wer hätte es gedacht? Wasser sieht erstmal so hellblau aus. Bereite wie in Versuch 78 Natriumcarbonatlösung und gib etwa 1/3 davon zur Kupfersulfatlösung. Es entsteht ein hellblauer Niederschlag der Kupfer. Hydroxid und Kupfercarbonat enthält. Kann man auch super gucken zum Einschlafen. Ist das die andere Natriumcarbonat-Lösung? Doch, Natriumcarbonat war durchsichtig. Ja, das müsste das hier sein. Das müssen wir zusammenschütten. Müsste das sein. Und dann gibt es hellblauen Niederschlag. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, es wird ein bisschen bläulicher. Und jetzt kommt Versuch 81. Gibt zur zurückgestellten Kupfersulfat-Lösung 1. Welche Kupfersulfatlösung? Ach, das war die blaue, ja. Das war die blaue. Einen kleinen Spatel Zitronensäure. Ach, jetzt haben wir wieder die Zitronensäure hier am Start. Kann man eigentlich hier was falsch machen und dann fliegt mir hier gleich alles um die Ohren? Ich glaube nicht. Und dann... Lass uns einfach alles in den Becher kippen. Gar keinen Fall. Ja. Und schütteln. Du bemerkst keine Veränderung. Gib nach und nach die restliche Natriumcarbonatlösung hinzu. Scheiße, jetzt brauchen wir brauchen wieder neues Natriumcarbonat. So, jetzt bin ich gespannt. Oh ja, guck mal, Boah. Wie schön. Ein bisschen hat es geblubbert. Jo, wir haben Kohlensäure oder ich weiß nicht. Was haben wir denn jetzt hier? Wieder bleibt ein Niederschlag, eine Niederschlagbildung aus. Stattdessen wird das Blau der Lösung zunehmend tiefer. Ein schönes Dunkelblau. Naja. Hier bei dem Gelben und Blau mischen müsste eigentlich Grün bei rumkommen, oder? Ja, keine eigenen Experimente, Sepp. Probieren wir das mal.
Was passiert? Nichts. Es bleibt einfach nichts. Gelb. Nice. Ja, cool. Muss jetzt Natriumcarbonat suchen. Zwei Spatel. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir machen jetzt einfach zusammenschütten. Die Lösung ist hellgrün, bla bla. Versetzt, schüttet jetzt zusammen. Nein. Das steht da. Boah. Nein. Guck mal einer an. Das sieht jetzt ganz anders aus. Okay. So, wir beobachten jetzt einen Farbumschlag nach dunkelgrün bis dunkelblau. Würde ich sagen, zählt, ne? Dunkelblau. Ja, dunkelblau. Ja, das ist auch verwunderlich, weil da steht drin, aber kein Niederschlag. Und Niederschlag ist doch das, oder? Bin ich gerade bescheuert. Die Honiglösung verhindert die Niederschlagsbildung. Hä? Mhm. Meinst du, da ist zu wenig Honig drin, oder was? Also hier habe ich definitiv Niederschlag. Hast du nicht schon einmal einen ähnlichen Effekt beobachtet, wo das nicht funktioniert? Also ich habe hier Niederschlag, das hat alles nicht funktioniert. Sie haftet dann besser an der Trichter. Schütteln, verschlossen, Probierglas, etwas Sand. Sand? Wo soll ich denn jetzt Sand herbekommen? Ich weiß nicht, also ich bin... Frustriert. Habe ich nicht. Also die Filter habe ich einfach nicht. Ne, ist ja Chemie. Da ist jetzt nicht, ich kann noch mal Kräuter der Provence nehmen. Ich habe weder Sand, ich habe keine Kaffeefilter. Ich kann das nur heute machen. Ich bin jetzt extrem down, muss ich sagen. Ganz ehrlich, ich habe mich da so drauf gefreut, als ich das ausgepackt habe. Das ist echt belastend. Ich hoffe, irgendein anderes hat das besser gemacht. Schwer geknickt trete ich hiermit. Nicht ein Versuch, so sad. Ja, das ist bitter. Tschüss. Ich bin ganz ehrlich, ich finde den Chemiebaukasten sehr langweilig. Die meisten Experimente basieren darauf, dass sich die Farbe von Sachen ändert, wenn man die irgendwie mit irgendwelchen Sachen zusammen macht. Was ich cool finde, war das Physikexperiment mit dem Wasser. Ich bin sehr gespannt, welche Experimente oder was die anderen damit gemacht haben. Ja. Und ich war krass, Bram, oder? Sehr drauf. Ja, das war halt das Spannendste noch von all den Sachen. Ja, so, tut mir leid, die Messlatte war halt nicht so. Bewegtes Wasser war der Gewinner. Muss ich auch einfach sagen. Ich will nochmal nachtragen, ja, hier, deswegen habe ich jetzt gerade nicht mein Dingens an. Aber wir entsorgen, ja, Frau Eieruhr konnte es nicht auf sich sitzen lassen und hat tatsächlich nochmal nachgelesen, wie man das Zeug entsorgt, ja. Wir sind gerade dabei. Man muss, wir haben jetzt quasi uns, also meine Kupfersulfatlösung habe ich quasi jetzt in so ein größeres Glas geschüttet, dazu noch Essig rein. Und jetzt kommen dazu noch so, wie wird dazu gesagt, Eisennägel. Oder Stahlwolle. So, und das muss jetzt 2 Monate lang oxidieren und dann kann man es erst wegschütten. Dann kann man das ein ins Abwasser geben und die Nägel quasi nehmen. Ich möchte einmal festhalten, das sieht absolut mehr als krank aus. 2 Tage, Leute. 2 Tage und die vorher komplett glänzenden Eisennägel sehen so aus. In Berlin haben wir jetzt bestimmt größere Chemieprobleme. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, ihr habt das nicht so gut gemacht wie ich. In Gießen war alles gut. Das war mir nicht bewusst, muss ich sagen, dass das irgendwie besser wäre, wenn man das so entfernt. Ja, nee, also kennt man doch, weißt du, wenn dann irgendwie die Chemieunternehmen irgendwas in den Fluss kippen oder so, dass die Fische dann immer richtig geil finden. Ja, aber das war Kinderspielzeug. Naja, geht so, ne? Puh. Also große Kinder. Also das Wasser musst du auf jeden Fall nicht entsorgt werden, weil das geilste Experiment war. Ja. Also ich habe ein reines Gewissen hier an der Stelle. Ich hoffe, ihr habt das auch. Ich bin zur Mülldeponie gefahren und hab das da Fachmensch entsorgen lassen. Ich habe eine Firma beauftragt, die ist hier gekommen und hat das alles entsorgt. Eure Nasen wachsen gerade auf Mike Krüger-Länge. Ja, also ich weiß auch nicht, warum Daniel wollte, dass wir uns das jetzt hier nochmal angucken. Also wenn wir das vorlesen schon, dann bin ich auch schon, also wow. Das war schon krass. Ich weiß, warum ich in Chemie auch manchmal. Also ich möchte sagen, dass fast 250.000 Leute uns dabei zugeguckt haben, wenn wir eigentlich im Prinzip was vorlesen. Und dann nichts hinkriegen. Aber mir wurde ins Gesicht gespritzt, also ein Action. Ja, ich hatte krasses Wasser, physikalisches Experiment, das war schon übelst krass. Das stimmt, Peter ist fast blind geworden. Ja, Peter, das war krass. Stimmt. Peter ist fast blind geworden und ich war quasi so krass wie Archimedes. Ja, das war Pizzi packt ihn aus. Ich hoffe, ihr konntet da irgendwas rausziehen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Tschüss.